Ich bin Hannah und ich bin 13. Ich fand es unfassbar powerful. Also ich weiß nicht, ob du, ist Pink dein Vorbild oder gibt es auch andere Interpreten, die du... Ja, schon. Also ich sehe meistens so Power-Songs, die schon hochgehen. Aber ich höre auch sehr viel deine Songs. Ah, sehr schön. Ich wollte gerade fragen, ob du deutsche Musik magst. Also nicht nur Power-Songs. Nein. Aber singst du auch Deutsch ab und zu? Ja. Sehr gut. Ich meine, es gibt hier nicht viele, die Deutsch singen bei den Coaches, ja. Das heißt, du bist bei mir auf jeden Fall richtig und wir können auch gerne deutsche Songs singen. Wir können auch deutsche Powerballaden machen, wir können englische Powerballaden machen, alles, was du möchtest. Wow, Hannah, also das war wirklich sehr, sehr stark. Danke. Was mir vor allen Dingen bei dir einfällt, ist, woran ich mit dir total gerne arbeiten würde. Und zwar würde ich gar nicht daran arbeiten wollen, der Ton soll jetzt dahin und der Ton soll jetzt dahin. Ich würde mit dir gerne herausfinden, wer du bist. Und vielleicht kannst du das noch und das noch. Also du bist wirklich ein krasses, tolles Talent. Dankeschön. Hannah, ich finde, auch ähnlich wie Lena, die hier ist eine Stimme, die sehr, sehr viel Kraft hat. Und ich würde auch sehr gerne diese Verbindung und das Gefühl, dass die Töne, die Technik auch mit dem Herz verbunden sind und dass man es nicht so trennt. Und das kann ich auch sehr gut mit dir machen. Okay, danke. Also ich finde, allerhöchstens ist jetzt deine Entscheidung zwischen Vincent und mir, weil Alvaro hat einfach mein Argument genommen. Ja. Nee, aber ich finde wirklich, diese Verbindung wird dir sehr, sehr gut tun, wirklich. Aber egal, wo du hingehst. Nee, also Hauptsache nicht zu Vincent. Hä? Ich dachte, Hauptsache nicht zu Alvaro. Nee, also erstens Hauptsache nicht zu Alvaro. Nur, weil man jetzt auch Vincents Musik hört, heißt das nicht, dass man direkt auch zu Vincent... Ich höre aber auch deine Musik. Aha. Und was machst du sonst außer singen und Schule? Ich bin Leistungstänzerin, also ich tanze sehr gerne und mache das auch hobbymäßig zweimal die Woche. Also Hannah, ich möchte mit dir aber auch wirklich auf Augenhöhe arbeiten und ich von dir ein bisschen was lernen, denn ich bin ein unfassbar schlechter Tänzer. Und ich weiß nicht, was für einen Tanz lernst du? Ballett und Jazz. Ich will Vincent sehen mit Ballett und Jazz. Ich wollte gerade fragen, gibt es einen einfachen Ballettschritt, den man lernen kann? Ja, ein Plié. Was? Ein Plié. Wie geht das? So. Und dann einfach so runter. Ja. Ja? Man könnte auch ein Grand-Plié, das ganz runter. Was kann ich? So. Oh ja, gut. Also Vincent, kompletter Körpereinsatz, auf jeden Fall, da gibt's alles. Ja, ich merke auch, dass ich alt werde. Also ich weiß tatsächlich schon, zu wem ich gehe. Aber wusstest du das vorher auch schon? Ja. Wozu habe ich das denn gemacht?
geht zu Vincent. Ach, krass, habe ich das gemacht. Sehr schön. Ein Team Vincent Skateboard. Dankeschön. Herzlich willkommen, Hannah, im Team Vincent.